Wir leben in einer schweren Zeit. Doch wir lassen uns von den Ereignissen nicht einschüchtern. Wir haben die Sintflut überlebt. Für uns heißt es jetzt neu anfangen. Du bist eine bewundernswerte Frau. Du bist mir eine loyale Ehefrau. Ein guter Kamerad und eine geduldige Krankenschwester. Nein, du hast Geduld mit mir. Du bist geduldig, rücksichtsvoll, klug, mutig. Ich glaube, man könnte sagen, du bist ein fast perfekter Ehemann. Also dann auf uns beide. Auf die Glücklichen. Wäre es nicht an der Zeit, einen Diener für dich einzustellen? Jemanden, der dir hilft? Lady Roughbones Butler hat einen Cousin, der gerade... Wir können uns im Moment keinen weiteren Diener leisten. Aber wir können uns einen Wildhüter leisten. Ich möchte nicht, dass ein alter, griesgrämiger Butler mich dauernd mit seiner Fürsorge überschüttet. Ich hab doch dich. In Rugby Hall gab es immer einen Wildhüter. Vor dem Krieg war das Mellows Arbeit. Glücklicherweise hat er sich entschieden, auf seinen Posten zurückzukehren. Mrs. Marshall hat mir erzählt, dass die Dorfkinder große Angst vor ihm haben. Er verjagt sie, wenn sie es auch nur wagen, einen Fuß in unseren Garten zu setzen. Ja, er hatte schon immer was von einem wilden Mann an sich. Er ist so etwas wie ein Menschenfeind.